Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin der Pelle, ich bin zurück. Ich hoffe, ihr habt schöne Osterfeiertage. Heute mit einem neuen Video von uns. Und wir fangen das Video heute mal ein bisschen anders an. Und zwar nehmen wir an, wir sind eine Familie mit zwei Kindern und wir sind dabei, uns ein neues Fahrzeug zu kaufen. Der Vater möchte, wenn es geht, 4 PS haben. Die Dame des Hauses möchte natürlich viel Platz haben im Auto. Und die Kinder, Friday for Future, möchten natürlich, dass das Auto umweltschonend ist, dass ich in die Umweltzone fahren kann, dass es, wenn es geht, unter 5 Liter verbraucht. Und wir schauen mal, ob es sowas überhaupt gibt und ob das auch bezahlbar ist. Viel Spaß bei unserem Video. Wie ihr seht, das geht, unter 5 Liter in die Umweltzone fahren und ein Auto, was bezahlbar ist und was genügend Platz hat. Ich präsentiere den neuen Santa Fe als Plug-in-Hybrid. So, wir haben den Standort kurz gewechselt. Hier ist nicht so windig wie da oben. So, schauen wir an. Schauen wir uns das Design an vom Fahrzeug. Ihr kennt den ja schon. Ich habe ihn euch vorgestellt als 2,2 Liter Diesel. Das ist jetzt das neueste Modell als Plug-in-Hybrid. Und vom Design her ist eigentlich im Prinzip dasselbe Auto. Wir haben nur hier, beim letzten Mal hatten wir 20 Zöller, hier haben wir 19 Zöller verbaut. Ansonsten hat sich nichts geändert. Das ist immer noch ein Riesendampfer. Und ja, vom Design her würde ich mal sagen, richtig schick. Ne? Besonders schick finde ich diese Tagfahrlichter in einer T-Form. Denn die Doppelscheinwerfer, die wir haben, alles in Voll-LED-Technik, diesen wunderschönen gezeichneten Grill. Und natürlich, was hervorsticht, ist dieser breite Unterfahrschutz in Aluminiumoptik, auch mit der Spange unter dem Grill. Sieht richtig wuchtig aus und mächtig. Wirklich ein sehr schickes Design. Schauen wir uns das Fahrzeug noch von hinten an. So, schauen wir uns noch das wunderschöne Heck an. Natürlich hier auch alles in LED-Technik. Dieses wunderschön gezeichnetes Rücklicht. Wir haben die Blinker hier unten drin, die Nebelschlussleuchten und auch die Rückfahrscheinwerfer. Hier haben wir noch den großen Dachkantenspoiler mit integrierter dritter Bremsleuchte, Rückfahrkamera, dieser wunderschöne Unterfahrschutz, auch in dieser Aluminiumoptik. Und was wichtig ist, dass wir wissen, was wir für ein Fahrzeug haben, Plug-in-Hybrid. Auf der rechten Seite des Fahrzeugs haben wir hier die Öffnung für die Ladeklappe. Das ist ein Typ 2 Stecker, wie es für Plug-in üblich ist. Das heißt, wir können maximal mit 3 kW laden. Über eine Wallbox dauert es so 3,5 Stunden bis 3 Stunden, dann ist der Akku voll. Daheim an die normale Steckdose geht auch, aber dann dauert es bis zu 5 Stunden, bis der Akku vollkommen geladen ist. So Leute, kommen wir zum Kofferraumvolumen. Als erstmal zu sagen, der Kofferraum ist riesig, das sieht man ja. Und wir haben da so zwischen 630 und wenn wir es umklappen, um die 1700 Liter, was der Kollege schluckt. Das ist übrigens der Fünfsitzer. Beim Diesel, den ich euch vorgestellt hatte, hatten wir den Siebensitzer, wo an der Seite noch am Holm denn die 7 stand. Ansonsten ist das eigentlich fast alles dasselbe. Wir können auch hier die Rücksitzbank elektrisch umlegen. Einen doppelten Ladeboden haben wir auch. Von daher schauen wir uns das mal an. Also wie gesagt, im ersten Fach haben wir den Wagenheber inklusive Akku. Und hier haben wir dann nicht wie bei vielen anderen Autos, dass bei dem Plug-in-Hybrid die Ladekabel hinten einfach reingeschmissen werden, sondern hier extra Fächer für. Einmal für den Typ 2 Stecker und einmal für zu Hause für die Steckdose. Ne? Oder wie gesagt, den Typ 2 Stecker auch zu Hause für die Wallbox, wer sich das zu Hause installieren will. Ansonsten haben wir hier noch ein Fach für den Erste Hilfe. Und für das Warndreieck. Ja, sieht ganz gut aus und ist prima zum Beladen. Die Ladekante ist jetzt nicht allzu hoch, finde ich. Also so kannst du schon ordentlich was reinbringen. Ich sag mal, 5 große Reisekoffer gehen locker rein. Ansonsten hier die Ladeabdeckung.
die man auch in zwei Stufen einstellen kann. Also ich habe jetzt die vordere Stufe. Wenn man jetzt das noch eine Stufe hinter setzt, kann man auch die hinteren Bänkler, also die Hinterbänkler, können dann fast in der Liegestellung schlafen. Dann kann man die Rücksitzbank noch mal verstellen von der Rücklehne her. So viel zum Thema Kofferraum. Hier haben wir noch den Subwoofer vom Soundsystem. Von daher alles gut. So, dann schauen wir den Dämpfer mal unterm Rock. Was haben wir hier verbaut? Also, wir haben hier einen 1,6 Liter Turbobenziner mit 180 PS. Zusätzlich ein Aggregat, ein Elektromotor mit 91 PS. So kommen wir auf eine Systemleistung von 265 PS. Und ich bin der Meinung, das ist schon für den großen Dämpfer ordentlicher Vortrieb. So, wichtig zu benennen hier ist natürlich, dass wir rein elektrisch circa in der Stadt so 60 Kilometer bis 50 Kilometer fahren können. Das heißt, der Motor schaltet dann ab und wir fahren rein elektrisch. Das heißt, Umweltzonen etc. in Zukunft ist auch für dieses Fahrzeug überhaupt kein Problem. So, ich habe schon mal hinten Platz genommen und zeige euch mal die Hinterbank. Und man sieht schon, die ganze Verarbeitung ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ihr seht, das ist eine zweifarbige Lederausstattung. Der komplette Himmel ist in schwarzem Velour verkleidet. Wir haben alle Lichter hier in LED-Technik drin. Aber wenn die Plagen hinten sitzen und ihr Handy laden wollen, ist auch kein Thema. Wir haben hier zweimal USB-Anschlüsse und die sind sogar beleuchtet. Und wenn natürlich ein Kind dabei ist oder ein Teenager mit einem Laptop und möchte das laden, das geht hier auch. Wir haben hier eine 220 Volt Steckdose. Ansonsten gibt es hier hinten noch nicht allzu viel zu sagen. Wir haben noch die Luftausströmer hier, die ich mir einstellen kann, wie ich das gerne möchte. Auch mit ein bisschen Chrom so umrandet, ein bisschen Metalloptik, schöne große Taschen. Was auch sehr luxuriös ist hier hinten, dass wir hier eine zweistufige Sitzheizung haben. Elektrische Fenster, aber ist klar. Dann haben wir hier die Sonnenrollos, die wir hoch machen können, damit wir, also wenn jetzt die Sonneneinstellung zu hoch ist, kein Ding. Das geht auch. Ansonsten haben wir hier hinten auch das riesige Panoramadach, was von hinten bis vorne geht und lässt sich dann bis zur Hälfte auch öffnen. Was so ein bisschen ein Cabrio-Feeling ist. Ne? Schauen wir uns die Sitze nochmal genau an. Wir sind hier auch schön gesteppt, perforiert. Wir haben hier die ISO-Fix-Funktion. An links und rechts, in der Mitte natürlich nicht. In der Mitte haben wir hier noch eine Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern. Und hier auch mal noch mal eine Durchreiche, wenn man das möchte. Wenn man jetzt noch Skier transportiert, geht das auch. Was auch toll ist, dass ich von hier aus oder von vorne den Sitz, den Beifahrersitz verstellen kann. Da haben wir hier zwei Schalter dran. Einmal nach vor oder nach hinten. Das geht dann auch, falls jetzt der Kollege, der hinten sitzt, noch mehr Beinfreiheit braucht, braucht der Fahrer nicht extra da rumgreifen, sondern das kann er hier an der Seite entscheiden. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nach vorne. So, ich habe jetzt vorne Platz genommen auf den Kapitänssessel. Man muss schon sagen, man fühlt sich schon wie in so einem Schlachtschiff hier, weil das ist doch relativ, ja, ich muss sagen, ist ein riesiges Auto. Und dementsprechend fühlt man sich, man sitzt unheimlich hoch, man kann unheimlich bequem einsteigen. Und wenn man sich diese verbauten Materialien hier anschaut, wie das alles ausschaut mit dem Farbmix, beige, schwarz, silber, Metalloptik, hatte ich ja schon beim Diesel gesagt, das ist im Prinzip dasselbe System hier. Nur, dass wir hier einen Schalter noch haben für die Elektrofunktion des Fahrzeuges. Ansonsten würde ich mal sagen, leckt nicht in den Tisch. Das ist richtig gut. Angefangen von den zwei digitalen Bildschirmen bis hin zu der schwebenden Mittelkonsole. Induktionsfeld für Telefon, zwei Cupholder. Dann den USB für das Multimedia-System. Dann kann ich hier Apple CarPlay abspielen und Android Car. Überhaupt kein Problem. Mittelarmlehne haben auch noch mal ein schönes großes Fach drin, wo Portemonnaie oder Führerscheine etc. verstaut werden können oder auch kleinere Flaschen. In den Türtaschen selber, wenn ihr da mal schaut, da passen auch größere Flaschen rein. Und man sieht schon die Verarbeitung auch, dieser verschiedene Farbmix, Metall, Leder, Kunststoff,
und das Grell Soundsystem. Das Head-Up-Display will ich euch mal zeigen. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht zeigen können. Sieht man das? Ich denke schon, oder? Wie gesagt, das ist ein richtiges Head-Up-Display ohne irgendwelche Plastikscheiben, sondern das wird direkt in die Frontscheibe reinprojiziert. Ich kann jetzt da natürlich auch noch sagen, welche Sachen ich mir anzeigen, also wie zum Beispiel Apple CarPlay, Titel, Navigation, denn hier die Fahrhilfen und auch die Verkehrszeichenerkennung. Alles das kann ich über das Head-Up-Display mir anzeigen lassen. Zeige ich euch später noch im Menü. Da ist der große 10,25 und da auch nochmal in der Mitte das große. Das sieht natürlich hier cleaner aus, weil hier natürlich diese Seitenknöpfe oder darunter die Knöpfe fehlen. Die hat man dann praktisch hierhin gemacht. Die oberste Leiste ist praktisch für das Multimedia-System. Die zweite Leiste ist für die Klimatisierung. Und die dritte ist Shift by Wire und die ganzen Fahrassistenten und ja, ganzen Fahrprogramme, die man schalten kann. Zeige ich euch auch gleich nochmal, wie das alles funktioniert. So, wir schauen uns mal die Verarbeitung an den Türen an. Wir haben hier alles, die Schalter sind mit Metall, wunderschön, beleuchtet, haptisch, liegen sehr schön in der Hand. Hier haben wir die Memory-Funktion für die Sitze. Wir haben zwei Speicherplätze. Ihr schaut hier, alles schön, wunderbar verarbeitet. Eine schöne Einstiegsleiste aus Metall und natürlich beide Sitze vorne elektrisch verstellbar. Höhenverstellbar und auch vorne, hinten etc. Also das ist wirklich super gut gelöst und unter der schwebenden Mittelkonsole haben wir auch nochmal Platz, wo wir auch nochmal Sachen verstauen können. Auch nochmal ein USB zum Laden und nochmal eine 12 Volt Steckdose. Jetzt sind wir soweit, jetzt sitzen wir in dem Dampfer drin und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das Teil bewegt, wie diese 6 Stufen Automatik funktioniert. Das ist ja ein 6-Stufen-Wandler-Automatik, typisch amerikanisch. Ob uns der 7. Gang fehlt oder nicht, schauen wir mal. Was man natürlich sagen muss, man muss sich mit dem Fahrzeug, wie gesagt, beschäftigen. Man muss das Fahrzeug, ich habe das Fahrzeug mehrere Tage gehabt und habe das auch ausprobieren können, ob das funktioniert. Im reinen Hybridmodus liege ich teilweise nicht über 5 Liter auf 100 Kilometer. Wenn ich rein elektrisch fahre, ist klar, dann brauche ich gar nichts. Das funktioniert auch alles ganz gut. Das Problem mit dem Laden. Wir wissen ja alle, mit den Ladestationen ist immer so ein Problem in Deutschland. Es gibt nicht überall Ladestationen. Das System zeigt sogar an, wo die nächste Ladestation ist, wo ich die anfahren kann. Das ist clever bei dem Auto gelöst, dass ich auch das Auto während der Fahrt laden kann. Also ich muss jetzt nicht zwingen, wenn ich jetzt eine größere Tour fahre, jetzt unbedingt 3 Stunden irgendwo jetzt den Akku nochmal laden, sondern das kann das Fahrzeug alleine. Das zeige ich euch dann nachher beim Fahren, wie das funktioniert. Ansonsten ist das ganze System eigentlich schon von Grundprinzip her sehr gut durchdacht. Nur, wie gesagt, man muss üben. Und man darf keinen schweren Fuß haben. Also wie gesagt, wenn jetzt einer meint, er kann da einsteigen und Vollgas und etc., dann werdet ihr diese Verbräuche, die der Hersteller angibt, niemals erreichen. Nicht mal annähernd. Weil es ist immer noch ein riesiges Auto. Wir haben ein Allradsystem verbaut, was alles wiegt. Und der kleine Benziner, der mit 1,6 Liter 180 PS, ist zwar nicht schlecht motorisiert, aber man merkt dann natürlich, wenn der E-Motor mitläuft und ich habe einen Kickdown, dann liegen natürlich schon die 265 PS an, dann schiebt er schon ordentlich nach vorne. Wir haben dann 8,6 Sekunden oder 8,8 Sekunden von 0 auf 100, das schafft er auch. Wo ist natürlich dann mit den Verbräuchen natürlich dann nicht mehr. Also man muss schon schauen, dass er immer so in mittleren Gas fährt, mittlere Stellung, dann ist das Fahrzeug auch extrem leise. Und natürlich auch sehr sparsam. Was wir hier machen können auch mit dem Fahrzeug, wenn es im Berg runtergeht, wir können das Fahrzeug segeln lassen. Und dann sieht man auch anhand vom Armaturencluster. So, dann lasse ich den Dampfer mal. So, dann schneiden wir uns mal an. Safety first. So, ihr seht schon, das System ist bereit. Hier haben wir unseren Drive-Mode-Schalter. Wir können also in Eco fahren, wir können in Sport fahren oder in Smart. Wenn ihr auf Smart geht, dann
macht das Auto eigentlich alles automatisch. Ihr müsst gar nichts machen. Der Kraftfluss vorne, hinten, macht er alles selber mit den Rädern. Das Allradsystem, wenn er auf Sport geht, habt ihr die volle Leistung. Das ist doch dann schön animiert. Das hatte ich euch ja schon gezeigt beim Tucson und auch beim Diesel Santa Fe. Das ist dasselbe System. Und wir können auf Öko fahren. Natürlich ändern sich auch jedes Mal dann die Ansichten. Wichtig ist hier bei dem Plug-in-Hybrid, dass ihr hier nochmal extra einen Schalter habt. Da steht dann EV oder Hybrid EV. Ihr könnt hier dann praktisch schalten auf den automatischen Modus. Das System macht dann die Sachen selber. Das heißt, er merkt selber, wann er den Elektromotor dazu schalten muss und wann nicht. Dann können wir einmal in den Hybrid-Modus gehen. Dann gehen praktisch beide Systeme permanent. Und ich kann in den reinen Elektromodus fahren. Das heißt, der Motor geht dann aus und ich kann rein elektrisch fahren. Gut, dann würde ich sagen, Shift by Wire, einmal auf die Bremse, in den Drive-Mode schalten. Und dann rollen wir rein elektrisch los. Ich bin jetzt im Elektromodus. Das heißt, man hört gar nichts. Zu der 6-Stufen-Automatik ist zu sagen, die schaltet eigentlich extrem weich. Man merkt diese Schaltvorgänge eigentlich fast überhaupt nicht. Ganz selten, dass es mal ruckt, aber im Prinzip macht er das alles selber. So, kann ich euch gleich nochmal die 360-Grad-Kamera zeigen. Ihr seht ja selber, selbst wenn es eng wird mit dem 360-Grad-Bild, alles kein Problem mit den Einparken. Was unser Santa Fe natürlich auch kann, ist das Auto, das alleine einen Ausparken über den Schlüssel. Das hatte ich euch ja schon gezeigt bei dem Diesel. Das funktioniert hier bei diesem Fahrzeug genauso. Wenn ihr Apple CarPlay läuft zum Beispiel, habt ihr hier an der Seite nochmal ein kleines Feld, was ihr dazu schalten könnt, um hier den Akkustand zu sehen. Jetzt haben wir noch 91%, 40 Kilometer Reichweite, rein elektrisch. Wir fahren jetzt auch im reinen Elektromodus. Ich bin jetzt im Öko. Und hier unten ist mit dem Navigationssystem verbunden, steht auch gleich, wo die nächste Ladestation wäre, die ihr anfahren könntet. Das ist das Bluetooth-System, das funktioniert ganz gut. Wenn ihr in der Mitte schaut vom Tacho, da seht ihr den Energiefluss. Wenn ich jetzt zum Beispiel runtergehe und bremse, gehe ich in den Charge-Modus und der Akku wird wieder geladen. Wenn ich wieder weiterfahre, dann braucht er wieder den Strom. Seht ihr das? Was ihr auch machen könnt, ihr habt hier nochmal Schaltpedals. Ihr könnt auch diese 6-Gang-Stufenautomatik hier hochschalten, runterschalten, auf der linken Seite hochschalten, rechte Seite. Das Multifunktionslenkrad hatte ich ja schon erklärt gehabt beim letzten Video. Das ist alles dasselbe. Wichtig ist halt hier wirklich nur diese Sachen mit den Fahrstufen, mit dem Elektromodus. Ihr seht jetzt, der Benzinmotor ist aus und wir fahren jetzt wirklich nur im Elektromodus. Das geht dann, glaube ich, so bis 130, 140 km/h kann ich rein elektrisch fahren. Wo ist denn natürlich, der Akku hält dann natürlich nicht so lange. Wenn ihr jetzt längere Strecken unterwegs seid und ihr wollt, dass der Akku wieder voll wird, dann schaltet er auf Sport den Elektromodus aus. Und jetzt seht ihr im Armaturencluster, wie das Fahrzeug, der Motor, den Akku lädt. Seht ihr das? Das geht aber auch nur, wenn ihr nicht unter Volllast fährt. Also so, wenn, was wir hier dürfen, die 60 km/h fahren zum Beispiel, dann fängt das Ding an zu laden. Und ihr seht dann nachher auch am Füllstand des Akkus, dass der innerhalb von 10, 15 Minuten ist der Akku dann wieder voll. Also wenn man wirklich jetzt sagt, man muss dann irgendwo in der Stadt noch fahren, in der Umweltzone, dass wir hier die Möglichkeit haben, rein elektrisch zu fahren, ohne dass wir jetzt vorher noch mal irgendwo anhalten müssten und laden. Also wie gesagt, das funktioniert natürlich auch. Man sollte das natürlich dann auch nur machen, wenn es unbedingt sein muss. Also sonst macht ja so ein Hybridsystem, so ein Plug-in wenig Sinn. Ne? Ich habe mir sagen lassen von einem befreundeten Autohändler, die Leasing-Rückläufer zurückbekommen haben von Plug-in, dass die Ladekabel hinten noch original verpackt und verschweißt im Kofferraum lagen.
macht natürlich keinen Sinn, denn so ein Fahrzeug zu kaufen, wenn man das gar nicht richtig benutzt. Aber wie gesagt, nur um das mal zu zeigen, es ist möglich, auch das Fahrzeug hier während der Fahrt zu laden. Ihr seht, jetzt haben wir jetzt schon wieder 91%. Die lädt jetzt wieder hoch. Wollen wir aber nicht. Jetzt gehen wir mal in den Smart-Modus. Jetzt entscheidet das Fahrzeug praktisch selber, ob er rein elektrisch fährt oder mit Hilfe. Ich kann hier beim EV-Schalter auch nochmal umschalten auf Automodus. Jetzt macht das Fahrzeug alles alleine. Der Smart-Modus ist auch ganz gut, wenn man jetzt wirklich mal im Gelände fahren will, weil wir können ja mit dem Fahrzeug ins Gelände fahren. Wir haben ein Allradsystem. Dann steuert das System auch selbstständig die Kraftflüsse zu den einzelnen Rädern. Wenn irgendwas durchdreht, dann nimmt er dann praktisch die Kraft weg. Und da dieses Rad, was Kraft braucht und Grip hat, das bekommt dann eben auch den Kraftfluss. Das ist intelligent gelöst und macht natürlich auch Spaß zu fahren. Kommen wir zum Fahrwerk des Fahrzeuges. Das ist sehr straff abgestimmt. Ist nicht so meins. Ich hätte es gerne ein bisschen weicher, aber das ist halt Geschmackssache. Man hat es halt ziemlich europäisch gemacht. Ich schätze mal, bei den amerikanischen Modellen wird das Fahrwerk wahrscheinlich viel, viel weicher sein und smoother sein als für die europäischen Modelle. Aber im Großen und Ganzen geht das Fahrwerk in Ordnung. Das Schöne ist natürlich, weil es so straff abgestimmt ist oder etwas straffer, sagen wir mal so, dass ich in den Kurven auch mit hoher Geschwindigkeit ranfahren kann und eigentlich keine Angst haben muss, dass so ein Fuß hebt oder dass er mir ausbricht. Er liegt sehr gut und sehr satt in den Kurven. Kann ich wirklich nichts Negatives sagen. So viel zum Thema Fahreindruck, Beschleunigung. Das können wir auch mal testen. Wir gehen mal in den Sportmodus und beschleunigen mal durch. Und dann haben wir die vollen 265 PS. Dann wird natürlich der Motor laut vorne, aber man merkt, er geht richtig gut voran und er hat richtig Kraft. Das heißt, wenn ihr wirklich mal LKWs überholen müsst oder so, braucht ihr keine Angst haben. Das macht er wunderbar. Und wenn beide Systeme voll anspringen, hat er richtig Druck und richtig Kraft, dieser Dampfer. Also das macht echt Spaß, damit zu fahren. Wir hatten ja beim Diesel die Diskussion mit der Anhängelast. Natürlich muss man beim Plug-in-Hybrid Abstriche machen. Das heißt, wir können hier natürlich keinen Hänger dran hängen mit 2,5 Tonnen. Hier gehen eben dann nur 1,3 Tonnen, ist klar. Wir haben nur einen kleinen Elektromotor und einen relativ kleinen Benziner. Aber müsst ihr euch dann wirklich überlegen, ob ihr das wirklich als Zugfahrzeug nehmt oder wirklich nur als umweltfreundliches, sparsames SUV. Von daher ist alles gut, würde ich sagen, ne? Kommen wir noch zu den Assistenzsystemen, die wir haben. Also, ich versuche mal einiges aufzuzählen. Also, Kollisionswarner vorne und hinten. Wenn ich rückwärts ausfahren will, warnt das System mich auch vor dem Querverkehr. Gibt es hier ein Spektakel, Pfeile und Alarmsignal etc. Wir haben einen aktiven Spurhalteassistent, das heißt, ich kann den Lenker loslassen. Das System lenkt selber. Nur nach einer gewissen Zeit fängt er an zu mosern, dass ich die Hände wieder an den Lenker machen muss. Was haben wir noch? Ach ja, den Tote-Winkel-Assistenten. Den hatte ich euch ja schon gezeigt, oder haben wir euch schon gezeigt, im Tucson und doch in dem Santa Fe, den Diesel, den ich hatte. Also wenn ich jetzt hier blinke, seht ihr denn, dass die Kamera, die hier praktisch im Rückspiegel ist, dieses Bild mir hier in meinen Armaturencluster schmeißt. Geht auf beiden Richtungen, links und rechts. Das ist natürlich super gemacht. Das kennen wir ja eigentlich aus den Nexo. Der hat das als erster gehabt und die hat man das praktisch übernommen. Hyundai ist ja nicht dumm, die nehmen ihre Sachen, die sie erfolgreich eingebaut haben in anderen Fahrzeugen, werden natürlich in den Facelift-Modellen alle nachgerüstet. Angefangen vom den digitalen Cockpit bis zu den Assistenzsystemen. So, Tote-Winkel-Assistent hatte ich gesagt, haben wir. Spurhalteassistent aktiv auch. Dann haben wir den Stauassistenten, den wir hier steuern können. Wir können hier praktisch auch den Abstand zum Vordermann einstellen, ob der kürzer oder länger sein soll. Spurhalteassistent. Dann haben wir hier den Tempomaten. Der Tempomat geht einher mit den Stauassistenten. Das System arbeitet dann beides gleichzeitig. Tempomat
wenn ich einschalte, auf 80 km/h. Ihr seht oben das Fahrzeug und davor diese blaue Linie. Das ist der Abstand, den er halten soll zum Vordermann. Macht er alles automatisch. Geht auch bis zum Stillstand. Das heißt, wenn ich ans Stauende fahre mit dem Tempomaten, hält das Fahrzeug auch selbstständig an. Kommen wir zum Segeln. Beherrscht das Fahrzeug natürlich auch. Das heißt, ihr fahrt irgendwo einen Berg hoch. Ihr braucht Benzin und Strom natürlich. Wenn ihr oben angekommen seid, könnt ihr dann im Prinzip von Gas runtergehen, das Fahrzeug den Berg runterrollen lassen und er segelt und lädt gleichzeitig den Akku wieder auf. Das System funktioniert super und ist natürlich echt gut durchdacht. Das hilft, Benzin zu sparen. Ich habe ja das Fahrzeug gefahren von Augsburg hier zu uns nach Hause, nach Neuburg. Das sind so um die 70 Kilometer und bin eigentlich in den Hybridmodus gefahren, nicht mehr wie 5 Liter gebraucht. Also das ist für so ein Riesenschiff, das ein schweres Auto ist, das echt super, weil hier im Prinzip die beiden Systeme zusammenarbeiten. Der E-Motor hilft natürlich beim Beschleunigen und auch während der Fahrt, sodass der Motor eigentlich permanent entlastet wird. Wichtig ist auch zu sagen hier bei dem Fahrzeug, dass wenn ihr damit fahrt mit dem Fahrzeug, dass das Fahrzeug euch entschleunigt. Das heißt, ihr habt gar nicht so den Drang, permanent schnell zu fahren, sondern das ist eher so easy going, smooth. So, kommen wir zum Fazit von dem neuen Santa Fe Plug-in Hybrid. Es ist ein tolles Auto, technisch auf der Höhe, super modern. Ich habe alle Fahrassistenten, die es überhaupt gibt. Und das Schöne ist, das Auto ist bezahlbar. Das heißt, Luxus, ich habe Platz, ich kann extrem sparsam damit Auto fahren, ich kann in jede Umweltzone fahren. Preislich liegen wir hier bei 55.000 Euro circa. Listenpreis ist natürlich viel höher, bloß wenn man natürlich beim größten Hyundai-Händler in Deutschland kauft, kriegt man natürlich ordentlich Rabatt. Wichtig auch hier noch zu sagen, wir haben 4.900 Euro Umweltprämie, die es vom Staat noch gibt, die müsst ihr noch abziehen. Summa summarum kommt uns das Fahrzeug nachher circa auf 50.000 Euro, so wie er hier dasteht in dieser Ausstattung. Das ist übrigens die höchste Ausstattung, die es gibt. Über der Premium noch, mit allem drin. Also jedes Kreuz, was man machen kann, ist beim Fahrzeug gemacht worden. Das Einzige, was glaube ich fehlt, ist die Anhängerkupplung, die man extra noch bezahlen müsste. Ansonsten möchte ich mich bedanken beim Autohaus Listle, dass wir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen Einblick bekommen über das Fahrzeug und über den Preis und über die Technik. In diesem Sinne, lebt lang und in Frieden, meine Freunde.